Hallo meine Lieben, ich begrüße euch herzlich zu der Kartenlegung für Mai 2024 und diese Legung ist für alle, die unter den Sternzeichen Steinbock geboren sind. Meine Lieben, ich freue mich mit euch hier wieder zusammen zu sein und euch eine Legung machen zu dürfen. Und ich bin natürlich gespannt, was meine Karten euch hier zu erzählen haben für den schönen Monat Mai. Und wir hoffen natürlich auf positive Aspekte. Und wir fangen gleich an. Die erste Karte, das ist eure Thema im Mai. Die Welt. Das, was behilflich sein wird oder im Weg steht, der Gehängte. Eure Bewusstsein, die Liebenden, eure Unterbewusstsein, fünf der Kelche. Die Vergangenheit, König der Kelche, die nahe Zukunft, Page der Kelche, eure Energie, der Kaiser, äußere Energie, sieben der Stäbe, die Hoffnungen oder Ängste, sechste Stäbe und die letzte Karte, der Teufel. Der Teufel, die Karte für die Zukunft, aber nicht erschrecken, weil das muss nicht negativ sein. Ja, manchmal die Karten sehen ja nicht schön aus, wenn man dunkle Grafik sieht auf die Karte, dann manche von euch sind gleich erschrocken und die denken, nee, ich lasse dann lieber, ich gucke mal mir das nicht an. Aber der Teufel zum Beispiel zeigt auch irgendwelche Schwächen, zum Beispiel, ja, Schwächen. Er zeigt, dass man auf manche Sachen mehr sich konzentrieren muss, vielleicht an sich ein bisschen arbeiten muss, die Augen offen halten, dass man zum Beispiel nicht manches übersieht, was wichtig ist. Also der Teufel ist keine schlechte Karte, eher eine Karte, die uns was Wichtiges sagen soll, ja, wie ein rotes Licht auf die Straße, die uns sagt, pass auf, hier darfst du jetzt nicht fahren, ansonsten kracht oder kriegt man eine saftige Strafe. Deswegen, das ist keine schlechte Karte. Okay, wir fangen an mit die Welt. Welt, die Welt, das ist eine auch eine sehr gute Karte. Sehr gute Karte, die zeigt, dass eine Phase im Leben geht zu Ende, eine neue Phase beginnt. Das muss nicht unbedingt was Großes sein. Für manche von euch wird es nur was Kleines eventuell sein, für anderen werden doch vielleicht große Dinge passieren in diesem Monat. Vielleicht auch manche von euch haben schon was geplant, eine Reise zum Beispiel, ein Umzug, vielleicht wechseln, Wohnung wechseln oder ein Besuch, den man schon lange geplant hat. Auf jeden Fall hier sehen wir das endlich etwas zu Ende geht, vielleicht auch Wartezeit auf etwas, ja, und dann kommt was Neues, auf was man sich freuen kann. Die Welt schließt eine Phase im Leben, das ist auch die letzte Karte in der großen Arkana, und zeigt, dass endlich für uns die Perspektiven da sind, die vielleicht vorerst nicht unbedingt da waren, ja. Oder man hat Perspektiven gehabt, man hat Chancen gehabt und man kommt endlich zum Abschluss von dieser Phase und man sieht, ja, was habe ich daraus gemacht, aus diesen Chancen, aus diesen Möglichkeiten, die das Leben mir gegeben hat. Auf jeden Fall, so oder so, das Leben läuft immer, ja, in stürmischer oder langsamer, aber läuft immer. Und wir können nichts stoppen, wir können nicht anhalten und die Phasen kommen sowieso, ob wir wollen oder nicht. Und hier sehen wir, da wird eine neue Phase beginnen, aber wir haben hier auch mit Bremsen zu tun. Den Gehängten haben wir hier.
Und wir sehen, das sind irgendwelche Blockaden, die euch eigentlich noch im Weg stehen, um diese neue Phase, das Neue, was euch wichtig ist, richtig anzugehen. Und die Blockaden eventuell müssen auch gelöst werden. Ich kann mir vorstellen, die werden auch gelöst in diesem Monat. Wir sehen hier auch in der Vergangenheit König der Kelche. Da war ein Mensch, ein besonderer Mensch für euch in eurem Leben. Es könnte ein potenzieller Partner sein, vielleicht auch Partner. Vielleicht war das nur ein guter Freund oder nur, das ist auch schlecht gesagt, ein guter Freund. Ja, weil ein guter Freund ist nicht nur, aber ist schon sehr viel wert. Jemand, der euch wichtig war, ja, ein besonderer Mensch. Und dieser Mensch hat auch Einfluss auf das, was jetzt passiert. Der König der Kelche, das ist jemand, der sehr viele positive Gefühle mit sich bringt, sehr viel positive Energie bringt, auch so ein bisschen Ausgeglichenheit mit sich bringt. Man fühlt sich mit solchen Menschen immer gut aufgehoben. Jemand, der auch vielleicht nicht gerade sehr offen ist, ein bisschen vielleicht zurückhaltend, was die Gefühle angeht, redet nicht gerne darüber, aber macht, tut. Und man sieht ja, dass man dem Menschen nicht egal ist. Solche Menschen sind wirklich sehr wichtig für uns. Und solche Person hat eine Rolle gespielt in der Vergangenheit. Und jetzt aus irgendwelchem Grund, weil hier kann ich mir vorstellen, der Grund ist da in eurem Unterbewusstsein, aus irgendwelchem Grund ist es hier. Ja, entwickelt sich das alles nicht. Das hat sich gebremst. Die fünfte Kelche in eurem Unterbewusstsein zeigt auch irgendwelche Traurigkeit. Man trauert, weil etwas nicht gelungen ist. Ich kann mir vorstellen, mit dieser Person etwas nicht gelungen ist. Wir schauen mal, was meine Zusatzkarten hier noch zu ergänzen haben. König der Kelche, nochmal die gleiche Karte. Der Wagen und Page der Stäbe. Ich kann mir vorstellen, dass in diesem Monat wird ja die zweite Chance bekommen, mit diesem Mensch etwas Besonderes aufzubauen. Weil wir sehen, dieser König der Kelche ist wieder präsent. Und da ist der Wagen, also viel, viel Beschleunigung. Also das wird sich tun mit dem Mensch. Etwas wird in Bewegung kommen mit dem Mensch. Und der Page der Stäbe zeigt natürlich auch Befreiung. Man sich endlich befreit aus einer Phase, wo einem nicht gut getan hat. Man kriegt so richtig Power zum Machen, zu tun. Dieser Gehängte, was wir hier sehen, ja, ich kann mir vorstellen, dass das jetzt vorbeigehen wird. Diese Phase war, diese Phase vielleicht wird noch am Anfang dieses Monats da sein, aber das kommt, das wird vorbeigehen. Ich kann mir vorstellen, den Gehängten, ja, so wie man das so sieht, immer auf die Karten, wie er da so schön hängt. Der wird tatsächlich mal runterfallen, ja, in Anführungszeichen runterfallen und diese Blockade wird sich lösen, so dass man diese Möglichkeiten nutzen kann, diese Möglichkeiten, die in diesem Monat Mai euch das Leben geben wird, nutzen wird, um das Leben, eurem Leben Beschleunigung bringen. Ich kann mir vorstellen, mit diesem König der Kelche, mit dem besonderen Mensch. Wir haben hier in eurem Bewusstsein die Liebenden. Die Liebenden natürlich, das bekräftigt alles. Diese Karte, eure Hoffnungen, eure Wünsche nach so einer ausgewogenen, nach einer festen Partnerschaft. Man wünscht sich das, man sieht auch diese Möglichkeit,
etwas aufzubauen, was Festes, was Stabiles. Da hier haben wir auch den Kaiser. Aber man muss sich auch bemühen, man muss mehr Bewegung bringen, weil der Kaiser, das ist zum Beispiel eine sehr gute Energie, die zeigt diese Sicherheit im Leben. Man hat so gewissen Status. Ihr werdet natürlich an diesem Status hier arbeiten. Status vielleicht für eure Partnerschaft, für eure Beziehung mit diesem Mensch. Für die Entwicklung, würde ich sagen, für die Entwicklung mit diesem Mensch. Aber man braucht hier mehr Bewegung, mehr Tun. Ja? Der Page haben wir hier. Also das Leben sagt, mach, tun. Nimm das in deine Hand alles und versuch nicht passiv zu sein, weil der Kaiser, das ist auch so eine sehr unbewegliche Energie. Stabilität, Sicherheit, aber wenig Bewegung. Deswegen hier diese Karten zeigen, hier muss Bewegung kommen. Hier musst du vielleicht sich anstecken lassen von anderen Menschen, vielleicht von dem König, der Kelcher, dass du auch aus dieser Sache was Gutes machen kannst. Weil manchmal ist es so, wir wollen, aber wir stehen sich selbst im Weg. Ja? Wir wollen, wir machen, wir tun zu gewissen Grenzen und dann gehen wir weiter nicht und dann, ja, das bleibt dann stehen und das entwickelt sich nicht und dann mit der Zeit, ja, geht das auch verloren. Also wenn man sich etwas wünscht im Leben, wenn man sich wünscht zum Beispiel eine gute Partnerschaft, ausgewogene Partnerschaft, wie die Liebenden hier auch zeigen, muss man auch sich auch bemühen und etwas dafür tun. Und hier ist auch angesagt, an eurem eigenen Glück auch zu arbeiten. Eure Bremsen, das könnte wie gesagt dieser fünfte Kelche sein. Euer Unterbewusstsein hat sich irgendwelche Traurigkeit verankert, vielleicht aus der Vergangenheit. Man hat etwas verloren, man trauert. Hier sehen wir, irgendwelche Konflikte waren da mit anderen Menschen, durch andere Menschen kann ich mir vorstellen. Hier ist etwas kaputt gegangen, war zu viel Chaos in diese Sache. Man konnte das nicht irgendwie regeln, man konnte das nicht steuern und im Endeffekt hat man etwas verloren. Aber das Ganze zeigt, dass man daraus auch etwas gelernt hat und jetzt muss man schauen auf eigene Bauchgefühl. Auf das, was eure innere Stimme sagt, die haben wir die Hohepriesterin und sich nicht beeinflussen lassen von anderen Menschen. Also hör auf das, was dein Herz dir sagt, dann wird dir auch die Sonne scheinen. Ja, die Sonne haben wir auch hier. Also in euren Unterbewusstsein hat sich dann tatsächlich etwas reingefressen, irgendwelche negative Gefühle, die man aber, ich denke, versteht oder man wird verstehen mit der Zeit. Einfach nicht sich beeinflussen lassen von den anderen, nicht den anderen alles machen und alles tun für die anderen Menschen, nur in erster Linie für sich und achten auf eigene Gefühle. Was mir mein Bauchgefühl sagt, ist es gut für mich, ist es schlecht, ist es das, was ich möchte. Nicht den anderen beglücken, aber erst sich selbst und dann kann man den anderen auch davon ein bisschen geben. Aber in erster Linie sind wir das Wichtigste, nicht die anderen. Und wir machen das am meisten andersrum. Wir versuchen den anderen zu viel zu geben. Wir versuchen die Wünsche den anderen zu erfüllen und wir vergessen dabei uns selbst und irgendwann sind wir unglücklich. Deswegen andersrum handeln, ja, dann wird für euch die Sonne scheinen.
den Kaiser, wie gesagt, hier mehr Bewegung muss man hier bringen, um diese Stabilität zu bekommen, mehr Sicherheit im Leben. Man muss für sich selbst ein bisschen kämpfen, nicht stehen bleiben, ja, nicht stehen bleiben, nicht passiv sein, ja, weil der Kaiser zeigt auch, ich habe schon was erreicht und ich denke, das ist genug, ja, das ist vielleicht auch genug, aber das Leben läuft weiter und das kann sich auch verändern und man muss manchmal mit dem Fluss einfach gehen, ja, und schauen, wie ich mich da anpasse, was kann ich da für mich das Beste daraus holen aus dem, was gerade passiert. Deswegen mehr Flexibilität würde ich hier sagen. Siebente Stäbe, das ist eine äußere Energie hier und hier sehen wir, dass jemand da draußen sehr viel Kraft hat, sehr viel Power, sehr viel vor allem Biss etwas zu machen. Jemand, der sagt, egal was passiert, ich komme vorwärts. Ja? Jemand, der wird vielleicht auch durch die Leiche gehen, wenn um eigene Sache, ja, für diese Person um diese eigene Sache geht. Okay, gucken wir weiter. Drei der Schwerter, sieben der Münzen und die Gerechtigkeit. Sieben, drei der Schwerter zeigt gebrochenes Herz. Ich kann mir vorstellen, dass dieser Mensch fühlt sich von euch irgendwie verletzt. Da wurde vielleicht etwas gesagt, getan und dieser Mensch fühlt sich hier halt jetzt verletzt. Also das Herz kann man so sagen, symbolisch ist ja gebrochen. Fühlt sich vielleicht gekränkt, nicht verstanden. Also hier sehen wir, ist ein Problem. Und diese Person hat versucht, wahrscheinlich zu investieren in eure Partnerschaft, eure Beziehung. Und wird, ich kann mir vorstellen, weiterhin investieren wollen, aber da muss man erst was klären. Hier haben wir die Gerechtigkeit. Diese Person wird alles in diese Richtung machen, um irgendwelche Sachen zu klären, um etwas gerade zu machen. Ich kann mir auch vorstellen, vielleicht diese Person hat euch verletzt, ja? Obwohl ich würde eher sagen, das kommt diese Energie von euch, ja? Er oder sie fühlt sich ja verletzt und man muss das klären, warum ist dieses negative Gefühl da, was hat dazu geführt. Weil die Investition, ja, ist da, Investition in eure Beziehung. Ich kann mir auch vorstellen, dass diese Person, das ist dieser König der Kelche, ja. Jemand, der in eure Leben schon da war, jetzt ist wieder präsent. Diese Person und jetzt ist Zeit, etwas gerade zu machen. Vielleicht wird ihr euch wiederfinden. Wie gesagt, es muss nicht unbedingt der Partner fürs Leben sein, nicht euer Ex-Partner. Das muss nicht unbedingt eine alte Liebe sein. Das könnte natürlich ein Familienmitglied sein oder eine gute Freundin oder Freund. Jemand, der in eurem Leben sehr präsent war und sehr wichtig war, und jetzt kommt es wieder. Und jetzt wird wieder das alles beschleunigt mit dieser Person. Aber hier ist Redebedarf, hier muss man was klären, hier muss man etwas auf die Waage legen und gucken, wo habe ich meinen Fehler gemacht, wo hat diese Person auch einen Fehler gemacht, ja, dass man sich ausspricht, das ist sehr wichtig, ja. Ansonsten, ich sehe hier Traurigkeit bei euch, ich sehe hier Traurigkeit bei dieser Person. Hier, wie gesagt, man hat wahrscheinlich, das ist auch kaputt gegangen durch irgendwelche Menschen, diese Menschen, die euch da irgendwelche Chaos im Leben gebracht haben. Und jetzt muss man halt schauen, was mache ich damit.
Manchmal braucht man einfach so Zeitabstand, ja, bis man das alles begreift, bis man das alles versteht. Vielleicht manche Dinge fügen sich zusammen, manche Situationen, weil man hat in Vergangenheit das nicht verstanden, aber mit der Zeit hat man irgendwelche Informationen noch bekommen von zum Beispiel anderen Menschen. Und irgendwann hat man so ein klares Bild, ja, warum war das so? Wie im Film, ja, die Liebesgeschichten, die laufen auch so, die sind auch so immer verfilmt. Aber das ist in unser Leben, ja, und diese Geschichten, die basieren auf wahren Geschichten am meisten. Sechste Stäbe, das ist eine Karte, die zeigt hier Lust, das alles endlich zu abschließen, aber mit Gewinn. Also ich möchte daraus kommen, nicht als Verlierer, aber als Gewinner. Ich möchte nicht traurig sein. Ich möchte nicht bereuen. Ich möchte tatsächlich vorwärts kommen nach dieser langen Strecke hier und endlich mich als Gewinner in dieser Sache fühlen. Gewinner für sich selbst, aber wenn diese Person euch wichtig ist, dann auch Gewinner für euch beide, ja, weil manchmal solche Situationen sind nur sich auszusprechen und dieser Mensch geht einen eigenen Weg und ihr geht einen eigenen Weg, ja, aber man hat trotzdem diese Leichtigkeit da, es ist endlich etwas geklärt. Das ist auch wichtig im Leben. Der Page der Kelche zeigt auch so eine leichte neue Liebesenergie. Ich kann mir vorstellen, vielleicht wird ihr mit dieser Person wieder diese Gefühle auffrischen. Man wird sich wieder finden, man wird von neu wieder beginnen, neu beginnen und das Alte hinter sich lassen. Manche Sachen verstehen, man wird auch reifer vielleicht durch diese Vergangenheit, durch diese Situationen, die nicht in Ordnung waren. Man wird aus diesen Situationen vielleicht auch was Vernünftiges lernen fürs Leben. Ja, im Endeffekt haben wir den Teufel. Der Teufel passt mir hier gar nicht, aber der ist da. Und dieser Teufel zeigt auch Versuchung, zeigt Manipulationen, zeigt, dass man möchte jemand täuschen, dass man möchte jemand zum Beispiel anlügen und irgendwelche Vorteile für sich zu ziehen. Dieser Teufel, kann ich mir vorstellen, ist ja tatsächlich im Endeffekt nur symbolisch, auf was wir hier aufpassen sollen, auf welche Schwächen, unsere Schwächen hier aufpassen sollen, weil vielleicht zu dieser Situation ist hier auch passiert, gekommen, ja, zu dieser Traurigkeit hier von der Seite von dem Mensch, auf eure Seite, weil man hat zu viel diese Negative reingebracht. Man hat versucht, vielleicht den Mensch zu manipulieren. Vielleicht diese Person hat versucht, euch dann wieder zu manipulieren. Das war halt so ungleich Gewicht. Und irgendwelche innerliche Kampf hat dann angefangen. Das ist keine gute Grundlage für eine ausgewogene Partnerschaft. Und hier sehen wir die Liebenden. Man wünscht sich diese Wahres, diese Seelenpartner zu haben auf eurer Seite. Man wünscht sich hier jemand, dem man vertrauen kann und nicht, dass man mit dieser Person Kriege führen muss. Und der Teufel zeigt unsere Schwächen, unsere Charakterschwächen. Manchmal man möchte einfach diese Macht über den anderen einfach ausüben. Und warum ist das so? Das ist einfach so, weil wir sich schwach fühlen. Die Menschen, die sich stark fühlen, die brauchen nicht die Macht über den anderen auszuüben. Die fühlen sich genug mächtig in eigener Haut. Aber die Menschen, die schwach sind innerlich, die versuchen den anderen zu manipulieren, um sich dann besser zu fühlen. Ja, also da sieht man, das sind einfach Charakterschwächen. Sechste Münzen, die Welt und
und fünf der Schwerter. Die sechste Münze zeigt einen positiven Austausch und diese Karte tut uns erinnern, um gut zu funktionieren und eine gesunde Partnerschaft mit Menschen aufzubauen. Du musst immer schauen, dass das ausgewogen ist, geben und nehmen. Nicht nur zum Beispiel nur geben und geben oder nur nehmen und nehmen. Das muss ein Austausch sein, so dass man später sich nicht gegenseitig etwas vorwerfen kann. Die Gerechtigkeit haben wir ja auch, ja. Also dieser Austausch muss funktionieren, so dass jeder kriegt ein Stück von Kuchen, so dass keiner wird sich dann irgendwie ausgenutzt fühlen oder benachteiligt. Also hier, wenn man mit dieser positiven, mit dem gerechten Austausch hier in dieser Partnerschaft arbeitet, dann wird man natürlich auch die neue Chance nutzen können. Wir haben zweimal die Welt. Das ist eine sehr gute Karte, weil sie zeigt, dass neue Etappen in eurem Leben sich beginnen, eine neue Etappe beginnen kann, die Welt euch offen steht, ja, symbolisch gesagt, die Möglichkeiten sich zeigen, und man soll die Fehler, die man in der Vergangenheit gemacht hat, überdenken. Fünf der Schwerter, jemand bereut was, jemand gibt sich die Schuld, ja, und da haben wir den Teufel. Den Teufel. Ich denke, dass manchen von euch wird das bewusst, was habe ich in meinem Leben falsch gemacht oder was habe ich falsch gemacht dem Person gegenüber. Und auch andersrum, diese Person wird auch sich die Gedanken machen müssen, was er oder sie auch falsch gemacht hat. Weil die fünfte Schwerter, das ist eine Karte von Niederlage. Ja, man fühlt sich hier als Versager, man fühlt, dass man die Chancen nicht genutzt hat. Und hier die Chance zeigt sich, und um die Chance zu nutzen, muss man einfach schauen, dass man an diese Sache anders drankommt, nicht die gleichen Fehler immer wieder wiederholen, die gleiche Muster zu wiederholen. Weil manchmal ist es so, dass wir uns immer wieder fragen, warum in meinem Leben läuft immer das Gleiche. Ich treffe immer den gleichen Männern oder die gleichen Frauen, die mich ausnutzen und so weiter und so weiter. Weil die Männer oder die Frauen sind nicht schuld, nur ihr seid schuld. Derjenige ist schuld, dass man die gleichen Leute immer einlädt zu eigenen Leben. Ja? Man muss sich die Frage stellen, was ist in mir, dass ich diese Opferrolle immer spielen muss? Ja, was ich hier auch schon erwähnt habe, hier unten, den Unterbewusstsein, als ich besprochen habe. Deswegen, es ist auch sehr wichtig, dass man erst sich anfängt, dann die Gedanken zu machen, warum ist das passiert? Und nicht bereuen. Nicht bereuen, weil die Karte zeigt, dass ja, diese Vorwürfe und so weiter, aber nicht bereuen, aus dieser Lektion lernen und nächstes Mal anders, ja, versuchen zu handeln. Anders, dass die Lektion sich nicht wiederholen wird. Deswegen hier, also diese Teufel, diese fünfte Schwerter, die fünfte Kelche und so weiter, diese Karte zeigen euch Bedarf an Reflexion, um dann mit dieser Person zum Beispiel auszusprechen. Ja, ich muss erst reflektieren, ich muss erst manche Sachen verstehen, um manches dann wieder gerade zu stellen oder mit dem Mensch darüber zu sprechen. Aber dieser Mensch muss das auch machen, der muss auch er oder sie bereit sein, um zu reflektieren und gucken, was habe ich falsch gemacht, wo kann ich die Sachen auch verbessern. Deswegen hier ist einfach so, wie soll ich sagen,
Handeln bedarf. Aber wenn man richtig das angeht, dann wird man tatsächlich Gewinner sein, weil hier haben wir die Welt und die Welt gibt euch diesen Monat die Möglichkeiten, aus eurem Leben was Besonderes zu machen. Die Sonne habt ihr auch, ja, die Sonne habt ihr, die Liebenden sind auch da. Also diese Möglichkeiten sind da. Diese Wünsche nach dieser Wunscherfüllung ist auch da, aber da musst ihr ein bisschen an sich arbeiten. Nicht, dass man die gleichen Fehler wiederholt und man die Chancen, die euch Leben gibt, nicht nutzen kann. Ja, also meine Lieben, da habt ihr ein bisschen Arbeit. Vielleicht ist das zu viel gesagt, ja. Aber manchmal nur was Kleines, ganz kleine Sache muss man verändern und dann wird schon laufen. Deswegen, ich hoffe, dass ihr wird einen guten Monat haben, dass ihr wird tatsächlich mit dem Mensch das klären und eventuell das genießen können, ja, die Liebenden. Also, meine Lieben, ich wünsche euch einen guten Monat, passt auf euch gut auf und bis zum nächsten Mal. Tschüss.